Ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Ja, Recap der vergangenen Woche. Diesmal zwei Game Weeks in einem. Ich habe ja in meinem letzten Video schon angekündigt, dass ich ein bisschen kürzer treten werde. Hier zuallererst vielen Dank an die vielen lieben und netten Kommentare. Das hat mich echt überwältigt, gebe ich ehrlich zu. Ich wollte das ja in Summe ja gar nicht so groß an die Glocke hängen, aber ich wollte halt so ein bisschen vermeiden, wenn dann vielleicht doch, ich kenne es von anderen Kanälen, wenn die dann nicht am Donnerstag ihr Video bringen, dann gibt es schon immer so ein bisschen kritische Kommentare und das wollte ich so ein bisschen abfedern. In diesem Sinne bin ich sehr, sehr, sehr dankbar für den netten Zuspruch von euch allen. Ansonsten, wie lief die Game Week? Die Game Week 370, ihr seht, eine Tier 5 Karte und drei Limited Karten. Es ist sehr, sehr viel an Karten, die ich momentan gewinne und ich bin echt froh. In Summe, man darf sich da nicht beklagen, vor allem die Punktezahlen, die ich erreiche, da bin ich relativ stolz. Umgekehrt ist man dann halt enttäuscht, dass man mit diesen hohen Punktezahlen, wo man vielleicht noch von einem halben oder ja, einem Jahr viel, viel bessere Rewards hätte gewinnen können, ein bisschen enttäuschen. Das werden wir sehen, speziell bei der Game Week, die danach kommt. Und die Rewards werden die am Ende des Videos dann aufmachen. Und da bin ich schon gespannt, was da drin ist. Fangen wir von unten nach oben an, wie gewohnt. Auf jeden Fall hier den Cap 240, den Threshold, klar verpasst. Sie haben alle gespielt, da kann man nichts sagen. Sami hat sich verletzt bei der 4:1 Pleite, das hat man dann im Rückspiel gesehen. Da sind sie ganz, ganz knapp mit einem, ja, kurz vor Schluss haben sie noch das 3:1 gemacht. Da gilt ja noch die Tordifferenz in Mexiko in den Playoffs. Stand es lange Zeit schon 3:0 für den Gegner. Ansonsten Kawasaki Frontale hat verloren. Jan Jung Mo hat wieder hinten raus noch ein drittes Gegentor kassiert. Waren wir in Summe chancenlos. Cap 220 auch relativ bescheiden. War nicht wirklich viel los. Freund tut mich, dass Herr William da bei Cruzeiro wirklich einen Stammplatz hat. Hier eben auch das Beispiel 4:1 Tigres gewonnen. Hier aber alle drei Spieler, die ich da aufgestellt habe, die quasi die schlechtesten waren. Im Prinzip haben alle dunkelgrüne Werte. Nur im Prinzip Samir, Aquino nicht. Ja, der Torhüter wegen dem einen Gegentor. Ja, und Pizarro war noch halbwegs der Beste. Deswegen, ja, ein bisschen bitter, wenn man so die anderen Scores sieht. Vor allem in Summe hätten da nur 38 Punkte gefehlt. Kradetzky mit dem einen Gegentor, das war eigentlich eh zu erwarten. Hier war auch nichts. All-Star Rare, Champion Europe war eigentlich auch nicht viel drin. Alaba, klar, 30 Punkte. Challenger Europe war auch nichts. Champion America, hier haben 60 Punkte zu einer Tier 5 Limited Karte gefehlt. Da hat es eigentlich relativ gut angefangen mit Sebastian Perez mit, ja, ein gehaltenen Elfmeter, 70 Punkten und Juan Lever mit, ja, 47 Punkten. Das war so die Startsituation. Danach ist noch Martin Nervo dazugekommen mit 56 Punkten, war okay. William und Romarinho, der hat dann nicht gespielt. Moises hat sich verletzt bei Fortaleza. Somit war mir eigentlich klar, Romarinho müsste starten. Dem war aber nicht so. Die haben anscheinend eine defensivere Variante gegen Sao Paulo gewählt. Haben die nicht mal eingewechselt, weil sie das 0:0 halten wollten. Im Spiel darauf war in der Startelf wie gewohnt, aber halt hier hat er gefehlt. In Summe wäre es eh schwierig geworden, 60 Punkte haben mir gefehlt, da hätte William und Romarinho auf jeden Fall ein bisschen was liefern müssen. Dann bei Cap 270, hier gibt es eine Tier 5 Karte, hier bin ich mal ein bisschen aus Tier 4 rausgerutscht mit 5 Punkten. Camilo Vargas mit einem Clean Sheet im Playoff, da haben sie eigentlich eine gute Ausgangsposition mit dem 1:0 geschaffen. Leider im Rückspiel haben sie dann 0:1 verloren und in den Playoffs in Mexiko zählt dann die Tabellenposition des Grunddurchgangs der normalen Ligarunde. Und da war Atlas definitiv im Nachteil. Es gab keine Verlängerung, kein Elfmeterschießen und dann einfach die Tabellenposition bewertet. Ansonsten Lee Seung-Wo habe ich mir neu geholt. Das ist ein Koreaner bei Suwon. Der war in der Barcelona Akademie, den habe ich entdeckt. Finde ich nicht interessant, hat relativ gute Allround-Scores. Ansonsten nehme ich hier auch Grohmeier drin als Kapitän. Komplett Failure. Wenn ich einen Kapitän geändert hätte, wäre ich auf jeden Fall in der Tier 4 Karte gelandet. U23, ein Desaster. Ich hole mir extra Min Seung-Yoon fürs Tor und was passiert? Bei meinem Glück, genau in dem Spiel spielt er nicht. Auch die Fans von Incheon in Twitter habe ich so ein paar Kommentare gelesen von einigen, die sich mit Südkorea befassen. Die waren komplett schockiert und die haben auch 2:0 verloren direkt. Ein Tormannfehler war auch dabei. Ja, das ist die Lotterie in Südkorea, da kannst du halt oft nichts machen. Da kannst du noch so viel scouten und gucken und Leute fragen. Und dann sagen alle, ja, das ist ein tolles Torhüter-Talent, wird schon spielen, ganz sicher und dann nichts ist sicher. Die Trainer haben da teilweise echt Ideen, das ist unglaublich. Trotzdem hat das eben für eine Tier 5 Karte gereicht. In Summe ist okay, Kim Taekwan haben sie noch Punkte abgezogen, dadurch, dass die 48 Stunden rum waren. Anscheinend schlechter gespielt als die 35 Basispunkte.
Dementsprechend bin ich rein nach aus der Tier-4-Karte rausgerutscht. Ist okay. Und Cap 220 Rare. Hier ist sich eine Tier-5-Rare-Karte ausgegangen. Auch hier wieder Südkorea, kompletter Fail. Hat jedes Spiel von Anfang an gespielt. Gustavo hier genau in dem Spiel nicht im Kader. Eine Woche drauf hat er wieder gespielt. Es ist unglaublich. Selbst wenn er nur eingewechselt worden wäre, wäre sich eine Tier-4-Karte ausgegangen, die schon ein bisschen wertvoller sein kann als eine Tier-5-Karte. Da sind oft interessante Perlen dabei. Ansonsten sind die Preissprünge bei Cap 220 sehr gering. Also das höchste der Gefühle ist Tier-3-Karte und da musst du schon sehr weit vorne sein. Nichtsdestotrotz bin ich relativ zufrieden. Guido Pizarro habe ich mir neu als Rare-Karte geholt. Finde ich super. Sehr konstanter Scorer. Und Julio Furch, ich konnte nicht widerstehen. War sehr, sehr günstig für 30, 40 Euro zu haben. Ich habe mir als Rare-Karte geholt, direkt mit einem Assist gestartet. Und bei Champion Asia bin ich 26. geworden. Relativ solide die Tier 2 Karte geholt. Tier 1, da hätte ich noch ein bisschen mehr holen müssen an Punkten, wobei es möglich gewesen wäre. Huao Schmidt mit dem Fehler. Shintaro Kurumaya vielleicht mit einer besseren Partie. Ansonsten halt eben Paik Seng-ho mit fast einer 100. Lars Weldwig auch 85 Punkte. Kim Dong-hyun auch mit dem Clean Sheet 76 Punkten. Ganz, ganz starker Torhüter. Das ist ja so der Ter Stegen Südkoreas momentan von den Scores her. So, kommen wir zur vergangenen Game Week 371. Auch hier gibt es wieder eine Tier 5 Karte und drei Limited Karten. Und den kleinen Threshold hat es gegeben. Wie das zustande gekommen ist, gucken wir uns direkt an. Von unten nach oben, die ganzen Amateurwettbewerbe, da läuft es bei mir überhaupt nicht. Da bin ich komplett immer daneben. Selbst wenn jetzt Kepa hier gespielt hätte, wäre das nichts geworden. MLS Amateur, auch Hani Mukta, 20 Punkte. Also komplett daneben geknallt. Ihr seht, also alle sind ganz, ganz unten. Frankreich, selbst mit Frankreich 400 Punkte und dann wirst du 10.000ster. Aber da kommen wir auch noch dazu, zu der ganzen Frankreich-Geschichte. Dann auch hier der große Threshold verpasst. Bocardi hat sich verletzt. Das ist Freitag am Abend erst die News rausgekommen. Da war es dann leider zu spät. Ich glaube auch nicht, dass ich viele andere Optionen gehabt hätte. Der andere wäre Kevin Stöger gewesen. Da habe ich extra hier rausgetan, weil er nicht ganz hundertprozentig fit war. Dann kam doch wieder die News, dass er spielen wird. Bin ich dann auf Nummer sicher gegangen, habe in ein anderes Team reingesteckt. Jovetic war cool, dass er ein Tor gemacht hat. Martins war okay. Vargas, das eine Gegentor eben kassiert, wo sie jetzt ausgeschieden sind. Das tut mir auf jeden Fall weh, dass der mir jetzt zwei Spiele weniger zur Verfügung steht. Und ansonsten Ian Harkes mit einer peinlichen Niederlage von Dundee zu Hause gegen 1-3 war ein bisschen unglücklich. Ansonsten, wenn Bocardi gespielt hätte, die 50 Punkte, die hätte er schon bringen können. So 52, 55 Punkte kann er gerne mal raushauen. Tut halt immer weh, wenn man den großen Threshold verpasst. Aber aus der Limited, Entschuldigung, war auch nicht viel zu holen, obwohl es gut anfing mit Vincenzo Grifo mit 100 Punkten, aber Gregoric auch nur eingewechselt, nichts mehr geleistet, war eigentlich ziemlich schnell durch, auch Radetzky Gegentor kassiert. Aber Grifo habe ich sehr, sehr günstig geholt, glaube 13 Euro oder so, freue ich mich auf jeden Fall nächste Saison für den Europacup. Dann Cap 270, auch hier eigentlich einen guten Start gehabt mit Cotes mit 87 Punkten, aber ansonsten auch hier überhaupt nicht viel gelaufen. Netz Niemegen gerade mit Di Marta, momentan kommen die reihenweise unter die Räder, auch Atletico 0-1 verloren gegen Elche, den Tabellenletzten abgeschlagen. Ich habe da so die Schlussphase gesehen. Eieiei, das war echt ein Spiel. Halleluja. Morata, glaube ich, zwei oder drei Großchancen. Kannst du dir nicht ausdenken. So, dann kommen wir zum Cap 240 Mode. Hier haben wir den Threshold, den kleinen eingeholt. Sabolotni wieder mal ohne einen Treffer, ohne Assist. Ansonsten alles relativ solide. Endo mit einem rausgeholten Elfer, der war auf jeden Fall wichtig. Und auch die wichtige Basis, sowie das, der Clean Sheet von dem kroatischen Torhüter. Dann haben wir All-Star Rare, hier habe ich Baumann drin gehabt, wir haben 2-1 verloren, ansonsten als Stöger als Kapitän ausgewählt, auch nicht wirklich sehr förderlich, würde ich mal meinen. In Summe hätten hier sowieso 159 Punkte gefehlt. Ich glaube, dass es eh nicht schlau ist, die Teams in All-Star reinzustellen. Hier brauchst du ja noch viel, viel mehr Punkte wie im Limited-Bereich. Ja, fast schon 360 Punkte, um überhaupt eine Tier-5-Karte zu gewinnen. Da stecke ich die lieber irgendwo in den Cap 270-Mode vielleicht rein. Oder streue die irgendwie zu einem Champion-Europe-Team, sowas in die Richtung. Muss ich mal auf jeden Fall angucken. Auf jeden Fall Flop of the Game Week ist Borja Majoral. Momentan so tief gefallen. Ist zwar noch immerhin wenigstens 60 Euro wert, aber die Scores sind sowas von katastrophal. Also hier die letzten zwei Spiele, Ball-Allround-Score im Minusbereich. Das Spiel gegen Celta de Vigo gar nicht mal gespielt.
gegen Real Madrid auch noch in der 65. Minute ausgewechselt, obwohl Enes Ünal, der ja absolute Stammspieler im Angriff, sogar gesperrt war. Also momentan macht er mir echt überhaupt keine Freude. Und Getafe spielt auch noch gegen den Abstieg. Ich hoffe, sie schaffen es doch irgendwie, den Turnaround, weil ich weiß nicht, wo er danach landen würde. Hat sehr, sehr viel Geld gekostet. Kann mir fast nicht vorstellen, dass der mit Getafe in die zweite Liga gehen würde. Wenn mir jetzt jemand sagen würde, er würde mit Getafe in die zweite Liga gehen, das wäre natürlich für mich eine geile Sache, aber ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und dementsprechend All-Star Rare auch nicht wirklich spannend. MLS Pro lief auch nicht viel. Hani Mukhtar quasi als Cheatcode gefehlt. Chicharito auch nicht wirklich vollbracht. Dann überraschend Sivera hat gefehlt. Gründe habe ich jetzt noch nicht herausgefunden. Wer es vielleicht weiß, kann es gerne in die Kommentare schreiben. Ich schätze mal, dass er wahrscheinlich erkrankt ist. Ich hoffe nicht, dass er verletzt ist. Wäre natürlich so ein bisschen bitter. Ansonsten eigentlich habe ich versucht, mit Sergi Enrich was auszuprobieren. Der hat auch das Tor gemacht. Der ist momentan in sehr, sehr starker Form. Jedes Spiel irgendwie ein Tor, Assist. Ja, in Summe war das auch chancenlos. Cap 270 Rare auch nicht wirklich weltbewegend. Somit hatten wir beim Cap 220 Mode hier 30 Punkte gefehlt zur Tier 5 Karte. Hat auch sehr gut angefangen. Serge Gnabry ist mir direkt aufgegangen mit 84 Punkten. Clean Sheet von Miguel Coronel und Ricky Puig. Und dann halt Osman Dembele nur eingewechselt. Die haben sogar noch eine Großchance, die vergeben wurde, für ihn verrechnet. Für mich war das jetzt nicht so die Großchance, aber gut. Hätte schon gerne machen können. Ein bisschen glücklos. Ein paar Abspiele, die nicht genau auf Lewandowski zum Beispiel gekommen sind, also ein paar Zentimeter gefehlt. War einige Male knapp dran an irgendwie einem Assist oder einem Tor. Dann wäre sich auf jeden Fall zumindest eine Tier 5 Karte ausgegangen. Und sehr enttäuschend, Hermann Pezzella, der hat hier 25 Punkte beim 3:1 Sieg. Ja, muss anscheinend sehr katastrophal gespielt haben. Ich sage mal so, in Ansätzen war die Aufstellung gut, aber nicht ganz komplett. Hier Premier League Pro komplett katastrophal. Ich meine, Tavares hat es ja nach hinten raus ein bisschen rausgeholt, aber der Start war schon mal mit Leeds United, Rocker gar nicht gespielt, Wöber Elfmeter verursacht, Epa gar nicht gespielt. Und da war schon eigentlich die Messe gelesen. Champion America auch hier, sie waren alle brav, auch Christian Ortiz wieder, schönen Allround-Score, kannst du nichts sagen, aber kein Tor, kein Assist. Aquino auch hier wieder beim 3:1 bei der Niederlage, nicht wirklich großartig gescored. Chavez zu 0 war cool, Nervo 50 Punkte, ja, es fehlt einfach was, 60 Punkte, das ist einfach ein Aquino und ein Ortiz irgendwo, einen besseren Score, dann schaut es anders aus. U23, das ist eben das Beispiel, wo ich sage, tolle Punktzahlen in Summe, aber es kommt dabei nichts rum. Wenn ich dann den Start denke, Take Dirk mit einer 100 als Kapitän, ja, dann erhofft man sich schon so ein bisschen was irgendwo insgeheim. Corbo dann mit dem Spiel zu 0, dann denkst du, ja, okay, warum nicht? Und dann hast du halt so Sachen drin wie Francho Serrano, 40 Punkte, Herrera, Früchtel mit dem Gegentor trotzdem fast 60 Punkte gebracht. Da fehlen noch immer 30 Punkte. 375 Punkte für eine Tier 5 Karte. Also Leute, ich sag's immer wieder, am Wochenende U23 macht einfach keinen Spaß. Das ist einfach so. Ärgert mich im Nachhinein, dass ich Tage hier sogar vergeudet habe in Summe. Ich wusste gar nicht mehr, wo ich den so reinstecken kann. Da dachte ich mir, okay, bisschen musst du schon das Team updaten und ein bisschen stark machen. Aber dass man hier so an den Wochenenden chancenlos ist, ist schon heftig. Ansonsten Champion America, ja, Antemis spielt noch immer nicht und wieder ein Clean Sheet für seinen, ja, jungen Kontrahenten, wobei der eigentlich nicht viel zu tun hatte. Toronto hat ziemlich früh eine rote Karte gekriegt und da war nicht viel, aber wenn man halt zu Null spielt und eine weiße Weste hat, wird es halt schwierig für ihn. Dementsprechend ist es vielleicht von ihm schlau, dass er taktisch momentan sich noch nicht hundertprozentig fit gemeldet hat, weil sobald er sagt, er ist fit, wird er wahrscheinlich auf der Bank sitzen. Da bleibt er lieber noch ein bisschen in der Reha und noch ein bisschen Aufbautraining machen, so wie jetzt der Fährmann zum Beispiel bei Schalke. Und noch habe ich ja Zeit. Wichtig ist Pantemis, dass wenn die Bundesliga-Saison spielt, dass er da die Nummer 1 ist. Das ist für mich echt, echt wichtig. Ansonsten habe ich mich echt verzockt, weil Jonathan Bond ist ja wieder zurück. Das war der andere Keeper, den ich im Visier hatte, aber Pantemis war bei der Auktion als erstes dran. Also es gab gar keine Jonathan Bond Auktion. Und bei Pantemis, der war halt sehr, sehr günstig zu haben. Ich glaube 330 Euro. Kannst du nicht meckern für einen MLS-Keeper in der aktuellen Zeit. Dementsprechend, ja, ansonsten hier nicht wirklich viel zu holen gewesen. Legendenkarten läuft auch nicht so prickelnd. Bundesliga Pro, kann man sagen, jetzt das eine Gegentor gegen Werder Bremen hat eigentlich alles gekillt in Summe, wobei 75 Punkte hätten hier gefehlt, das heißt fast 400 Punkte
für eine Tier 5 Karte. Das sind so Sachen, wo ich dann wieder denke, in der Serie A wäre ich gleich mit 330 Punkten schon in den Rängen gewesen. Dementsprechend werde ich zumindest für die nächste Saison bei diesen National Pro Bewerben eine ganz andere Strategie fahren, die werde ich euch irgendwann mal erzählen. Hier bin ich noch rausgerutscht. Ich dachte es mir gerade eben, 0,001 Punkte. Rein, raus, raus, rein. 701. Platz, 700 Karten jetzt gegeben. Das ist natürlich bitter und ich habe mir gedacht, Opta macht mir einmal eine Freude und rankt mich hoch. Ist halt echt bitter in Summe. Deswegen also 367 Punkte und du gewinnst gar nicht. Das ist das, was ich sage, das viele frustriert. Und da muss ich Soraya sich ein bisschen was überlegen, irgendwo eine Langzeitmotivation zu haben. Weil das ist schon, ich würde mal sagen, ein relativ starker Score, 367 Punkte. Da hättest du vor einem Jahr locker irgendwas um die eine Tier 3 Karte sicherlich haben können. Zumindest eine Tier 4 Karte wäre drin gewesen. Und jetzt kriegst du nicht wirklich viel. Das ist jetzt ärgerlich. Und hier zum Beispiel so ein Beispiel, 293 Punkte nur. Bei Serie A Pro lief echt gar nichts zusammen, eigentlich nur Skorupski wirklich konstant. 30 Punkte mehr, da bist du bei nicht mal 330 Punkten und jetzt eine Tier 5 Karte gewonnen. Also das sind diese Unverhältnismäßigkeiten, die mich so ein bisschen stören. Ansonsten Cap 220 Rare, hier eine Tier 5 Karte, eigentlich recht solide. 18 Punkte auf Tier 4 haben mir noch gefehlt. Der Haberer vielleicht besseren Score machen können. Julian Green macht mir Riesenfreude, der Reward. Deswegen, so eine Tier 5 Karte kann echt manchmal auch Wunder bewirken, wenn es halt die richtige ist. Und bei Julian Green hatte ich Glück in der Phase gehabt. Ansonsten war hier nicht viel zu holen. French League Pro ist auch so ein Beispiel. 384 Punkte, bist komplett chancenlos. Und hier kann ich euch jetzt verraten, was ich bei National Pro auf jeden Fall ändern werde. Ich werde von diesen ganzen Top-Teams weggehen. Ich weiß noch nicht wie, zumindest nicht aufstellen, weil Paris wird ja Champions League spielen nächste Saison, dann kannst du die in der Midweek einsetzen. Aber in diesen Pro-Turnieren, Bundesliga und so weiter, ich werde da keine Ahnung, auf irgendwelche Teams, Stuttgart oder auf die keiner großartig setzt, auf die werde ich gehen. Und dann halt wird es immer wieder Spiele geben, wo auch Bayern oder Paris oder in der Serie A, wenn die Top-Teams alle nicht gewinnen, nicht richtig performen, die Top-Spieler, dann werde ich halt so ein bisschen umswitchen auf irgendwelche Teams. Wenn die halt performen, dann bist du halt vorne dabei. Du kannst sowieso nicht jede Game Week hier was gewinnen. Das ist ja unmöglich, wenn du eh schon 83 Punkte hast und es geht sich nicht aus. Da brauchst du halt sehr, sehr viel Glück bei der ganzen Geschichte. Da gehe ich lieber auf irgendwelche großen Chancen mit irgendwelchen Teams, wenn die dann wirklich mal performen auf bestimmte Game Weeks. Irgend sowas in die Richtung, aber nicht mehr auf diese Top-Teams. Das macht null Sinn momentan, weil wenn die abliefern, wie hier jetzt Paris oder Bayern jetzt mit dem 6-0-Sieg gegen Schalke, ja, was wirst du denn da machen? Das sind nur 200 Plätze zu vergeben. Dementsprechend war hier auch nicht viel drin, außer eine goldene Ananas. Challenger Europe Limited, da bin ich mir noch ein bisschen noch zurückgerutscht. Da hat ja noch Ajax das Nachholspiel gespielt um 15 Uhr. Ist sich aber trotzdem noch ausgegangen bei einer Tier 3 Karte. Hier war auf jeden Fall mehr drinnen, denn Pesjakov hat hier in der, ich glaube, 89. Minute das Gegentor kassiert. Daher hatte da schon 85 Punkte um den Dreh. Das wäre somit schon mal eine Tier 2 Karte gewesen. Ansonsten auch hier, Wahnsinn, 422 Punkte und es ist nur eine Tier 3 Karte und unter Anführungszeichen. Zakaria, Gertruida da mit 100 Punkten, Klesen auch, Alexander Prass. Also echt optisch eine schöne Runde, ist schon so ein bisschen ernüchternd. Also 422 Punkte hatten schon wirklich vor einiger Zeit schon ein bisschen mehr gebracht. Aber ja, was soll es sein? Champion Asia bin ich zufrieden. Eine Tier 4 Karte ist es geworden. 0,00 Punkte haben für eine Tier 3 Karte gefehlt. Bin ich anscheinend auch noch irgendwie rausgerutscht. Also Opta war mir nicht hold in dieser Runde. Jedoch halt in Summe halt Inchimuri ohne Clinch. Die haben noch 2-1 verloren gegen Albirex Niigata. Ganz, ganz peinlich. Ansonsten ja, Muto und Letschert ganz cool. Joao Carlos Teixeira auch mit dem Tor. Auf den freue ich mich über den Sommer. Ein ganz, ganz starker Spieler in China. Und Dafran auch mit 50 Punkten eigentlich auch. Dafran und Juan Alano bei Gamba Osaka sind die besten Spieler. Dafür, dass die fast jedes Spiel verlieren. Ja, in Summe auf jeden Fall auch ein Reward. Und hier Platz 14. Auch hier haben sie noch geknabbert. Aber gestern war ich da noch Platz 10. Weiß gar nicht, ob das von Soraya Data jetzt alles sogar so stimmt in Summe. Aber in Summe war es jetzt hier eine Tier 2 Karte. 15 Punkte zu einer Tier 1 Karte. Da hätte Koke einfach liefern müssen. Die haben dagegen Elche. Er hat einfach 1-0 verloren. Die haben ihn, glaube ich, auch in der 70. ausgewechselt. Aber ansonsten
war schon die Basis sehr, sehr stark. Rajkovic, Valiente mit Mallorca 1:0 direkt am Freitag. Da hatte ich schon so leise Hoffnungen, eben wegen dem Spiel von Atletico gegen Elche und De Jong als Kapitän. Und somit kommen wir zum Hero of the Game Week, Hero der Woche. Ist momentan für mich Frankie de Jong. Einfach genial. Hat mir alleine in dieser Game Week 2 Rewards gebracht. Letzten beiden Spielwochen jeweils eine 100 und eine 90 rausgehauen. Allgemein immer sehr, sehr gut für solche Scores. 90, 80, 70. Und die Scores haut halt wirklich reihenweise raus. Wenn er zum Beispiel die Rolle für Busquets einnehmen muss, wenn der irgendwie fehlt, gesperrt ist und so weiter, dann hat er diese 38 Punkte, weil er viel, viel defensiver agiert, viel weniger Bälle kriegt für die Offensive, viel weniger Bälle in den Strafraum spielen kann, weil er wirklich nur von hinten die Bälle sich holt und nach vorne verteilt auf Pedri oder Gavi. Hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Freude bereitet die letzten zwei Wochen, der Frankie de Jong. Und für den Preis 35 Euro, was der kostet, Limited, eigentlich ein Schnäppchen. Und halt zu 1000% gesetzt bei Xavi. Da gibt es jetzt nichts, vor allem jetzt, wo Busquets wahrscheinlich seine Karriere beendet oder zumindest bei Barcelona nicht mehr spielen wird, wird er absolut gesetzt sein. Solche Spieler können die gar nicht verpflichten, die ihm den Rang ablaufen werden. Fangen wir an mit Tier 5 Karten bei Europa Champion. Erhoffen tut man da sich nicht viel. Ein Franzose wird es werden. Verteidiger von Valencia, Fulquier. Ja, Fulquier ist okay, der ist momentan Stammspieler. Valencia ist ein bisschen aus der Abstiegszone rausgefallen. Und bei der Rare-Karte, da hoffe ich immer noch ein bisschen was. Das wäre natürlich, Fulquier. Lamine Fomba sagt mir nichts. Saint-Étienne ist okay. Dann bei Asien die Tier 4 Karte, die eigentlich eine Tier 3 Karte werden sollte. Mittelfeldspieler von Kyoto Sanga, Ryo Sato. Schön, dass er 22 Jahre alt ist. Und gut ist, dass die neuen Karten raus sind. Die haben so ein bisschen noch einen höheren Wert. Speziell jetzt, wenn Europa in ein paar Wochen zu Ende geht, kann man, je nachdem wie gut der ist, so ein bisschen sich was rausholen. Tier 3 bei Challenger Europe. Hier bin ich auch gespannt. Gambia, Stürmer. Bei Ali Sowe von Ankara Gücü, der ist gut, da kannst du nicht meckern. Die Frage ist halt, wo man den einsetzt. Ich habe halt für die Türkei schon Icardi und Gomez für Trabzonspor. Da ist es halt schwierig, den noch irgendwo einzusetzen bei den ganzen Stürmern, die ich da habe. Eigentlich bin ich da nicht am Bedarf. Dani Parejo, also ich hatte da reingeguckt in die Tier 2 Karten, also da gab es ganz andere Kaliber. Also Dani Parejo ist so einer, den hätte ich mir am wenigsten gewünscht. In Summe. Somit holen wir uns die Rewards von der Midweek ab. Zuerst mal die Club Points. Da soll ja in den nächsten Wochen, glaube ich. Da bin ich dann gespannt, welche Fanartikel das sein soll. Wahrscheinlich von Rare zuerst mal so irgendwelche Hoodies und so ein Zeugs. Unter 23. Da hoffe ich immer auf eine junge, solide Karte. Ja, Cantero von Levante sieht erstmal nicht so schlecht aus. Und dann gucken wir Cap 270, eine Tier 5 Karte. Ich bin immer froh, wenn es junge Spieler sind oder Stürmerkarten. Stürmerkarte ist gut. Valvik kann man nehmen. Jofferson, keine Ahnung. Langsam wird es aber auch ein bisschen Valvik-lastig. Dann die Rare-Karte. Da hoffentlich so ein bisschen was Besseres als die letzten zwei. Defensiv, zweite spanische Liga, euer Luongo. Luengo. Ja, positiv habe ich mal, dass ein junger Spieler ist, Verteidiger auch vielleicht gar nicht so verkehrt. Und hier bin ich am gespanntesten, was wird man mir zaubern? Ein Torhüter habe ich gesehen, die Karte wollte ich nicht haben, diesen ungarischen Stürmer Adam. Ja, den Wikinger von Südkorea so quasi. Ja, ihr hört, meine Begeisterung ist so ein bisschen begrenzt. Das war so die Karte, die ich am wenigsten haben wollte, weil das halt problematisch ist mit den Legionären und er jetzt auch nicht der Wunderspieler ist. Spielt auch ein bisschen im ungarischen Nationalteam. Ein fußballerisches Naturtalent ist er halt nicht, aber gut, hat man jetzt mal die Karte, mal gucken. Vielleicht gibt es irgendwo mal einen Run, wo er auf zwei, drei Spiele gut scored, da kann man den vielleicht gut verkaufen, aber halten werde ich den auf jeden Fall nicht. Bisschen schade, da waren so ein, zwei Torhüter dabei, die interessant gewesen wären, mit bisschen mehr Glück hätte ich mich da sehr drüber gefreut. Die erste Karte, Cantero, was hat er denn? Forward Cards, Stürmerkarten gibt es auch. Gut, 70 Cent, das war mir klar. Scores
nur ein Wechselspieler, gut, hat man dabei. Junger Spieler, man weiß ja nie, was damit passiert. Die nächste Karte ebenfalls im ja, Cent-Bereich, das ist mir eigentlich relativ egal, solange sie ein bisschen scored. Ja, gut, ich sage mal, ist jetzt nicht so der Brüller, hat ab und zu mal ein paar Tore, ein paar Assists, aber jetzt im Allround-Score technisch relativ bescheiden, ist jetzt nichts Besonderes. Kann man nehmen, muss man nicht. Mal gucken, ich glaube, Valvik bleibt eh in der ersten Liga. Mal gucken, wie es bei ihm vertraglich auch ausschaut. Dann Oya Luengo, Rare-Karte ist bei 12 Euro, die Limited-Karte sogar bei 55 Cent. Na, da bin ich jetzt aber gespannt. Viel hat er nicht gespielt. Ein Wechselspieler, letztes Spiel in der Startelf gewesen. Hier auch zwei Spiele, die sogar ein bisschen gut und positiv ausgesehen haben, zumindest vom Allround-Score. Könnte einer sein, der Potenzial hat auf mehr. Allround-Scores sind teilweise gar nicht so schlecht für so einen jungen Spieler. Werden wir mal auf jeden Fall behalten und gucken, was sich so aus dem entwickelt. Hat sicherlich Potenzial. Und jetzt kommen wir zum Wikinger. Ja, für eine Tier-2-Karte 9 Euro wert. Wie gesagt, ist sehr bescheiden. Rare-Karte 114. Ist schon mal ganz okay. Wo ich halt preislich so ein bisschen spekuliere, der hatte schon mal so gute Phasen. Er hat, wo er gut gescored hat. Preislich hat er sich jetzt nicht großartig verändert. Zwischenzeitlich so auf 15 Euro oben. Aber er hatte, wie gesagt, hier in dem Bereich ein paar Spiele, wo er relativ viele Tore gemacht hat. Aber ansonsten halt mit dieser koreanischen Variante. Ihr seht immer wieder Did Not Plays plötzlich. Dann hat er wieder gespielt. Dann wieder nur als Einwechselspieler. Ja, da brauchst du irgendwo einen Run. Sowas wie hier, die 6 Spiele hier. Wobei da auch wieder so eine Einwechslung dabei war gegen irgendeinen Abstiegskandidaten. Und dann Länderspieler da auch ein paar gehabt. Hat sogar gegen England, glaube ich, ein oder zwei Tore gemacht. Das war echt ein starkes Spiel. Auf jeden Fall werde ich den verkaufen. Mir ist die Gefahr zu hoch, dass der irgendwann nach Ungarn auch zurückwechselt. Ich denke mal, wenn man da so 10 Euro für den kriegt, bin ich schon dankbar. Ja, für eine Tier 5 Karte sehe ich gerade 35 Euro. Das ist okay. Was hat er denn scores technisch drauf? Letztes Spiel nicht gespielt. Das ist schon wieder mal so ein bisschen Bauchweh dabei, was da schon wieder drin ist. Ansonsten die letzten Spiele nicht so schlecht gewesen. Immer wieder mal so eine 60, eine 70 drinnen. Ja, mal gucken. Vielleicht verkaufe ich den noch. Vielleicht werde ich den noch los. Dann Ali Sowe, 5 Euro. Ja, kann man nichts sagen. Ist halt bei Ankara Gücü nicht so großartig im Top-Team. Und ja, wie gesagt, er macht immer wieder seine Tore für so ein schwaches Team. Letzten zwei Spiele ein bisschen schlechter. Muss ich mal gucken in die Transfergerüchte, ob er vielleicht irgendwo wechselt, weil ich habe gesehen, dass der Preis so ein bisschen hochgegangen ist bei ihm. Vielleicht ist er irgendwo im Gespräch bei einem Team. Vielleicht kann man sich da noch was rausschlagen. Volker ist okay, 70 Cent. Ich habe von dem irgendwo gleich noch eine Karte, da ich ja eigentlich überzeugt war, dass der mehr Qualität hat, als auf der Bank zu sitzen. War zeitlang hier Einwechselspieler, jetzt unter dem neuen Trainer eigentlich Stammspieler. Hat auch relativ solide Scores. In Summe hier jetzt 87, dann eine 70, 56. Ist okay, wenn man den mal irgendwo braucht. Dann Kyo Sato, wie gesagt, ein junger Spieler, kann man sicherlich gebrauchen. Preislich bei 4 Euro ist gar nicht so schlecht für eine Tier 4 Karte. Und Scores technisch auch relativ solide. Ich hätte mal ein Spiel nicht gespielt, warum auch immer. Wahrscheinlich vielleicht sogar eine Gelbsperre schon. Ansonsten immer wieder Ausreißer nach oben für einen Abstiegskandidaten kann man eigentlich lassen. 4 Euro muss man mal gucken, eben ob das so ein bisschen wegen den neuen Karten ist. Heißt technisch, die sind jetzt hier rausgekommen. Vorher ist der irgendwo hier unten herumgedümpelt bei, ja auch bei 2, 3 Euro. Ja, ich glaube, den werde ich sogar verkaufen. Und dann kommen wir zu Dani Parejo. Ich sehe hier schon so ein, gelbe Karte, Sperre, gut, das ist nicht so schlimm, ich dachte, er ist verletzt. Ansonsten, ja, scorertechnisch kannst du nichts sagen, ich bin halt immer vorsichtig, 34 Jahre, Villarreal noch um den Kampf um die Europacup-Plätze, die letzten Spiele auch ein bisschen abwärts laufend. Also könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr über diesen Reward denkt, ich sehe da bei mir irgendwo nicht passend in mein Konzept. Ich habe überhaupt keine Villarreal-Karten und denke mal, dass ich den für 15 Euro versuchen werde zu verkaufen. Muss ich mir halt echt durch den Kopf gehen lassen, was ich mit dem hier halt mache. Deswegen gerne in die Kommentare schreiben, was denkt ihr, verkaufen oder halten. In diesem Sinne, das waren die beiden Game Weeks, das Recap-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gerne ein Like da lassen und dann bis zum nächsten Mal.